Und damit einen wunderschönen guten Abend aber auch. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute hier mit Surviving Mars. Ja, die Webcam ist heute ein bisschen kriselig, warum auch immer. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich probiere gerade mich ein anderes Programm aus. Ich habe sonst immer Streamlabs, jetzt benutze ich mal OBS. OBS scheint da so ein bisschen Probleme damit zu haben. Wir schauen das nächste Mal. Jetzt habe ich einfach keine Zeit mehr dafür gefunden. Und ja. Wir spielen heute Surviving Mars. Ich habe mir das heute gekauft in einem super krassen Angebot. Und ich weiß, es ist schon ein älteres Spiel, aber ich wollte es eigentlich immer mal mit zocken. Und ich dachte mir, wenn nicht, also wann, warum nicht jetzt? Also, ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen dachte ich mir, wir gehen da einfach heute mal rein und so weiter. Mars. Ich habe alle DLCs, die es gibt im Moment, glaube ich, auf dem Markt von Surviving Mars. Und so wie ich gesehen habe, gibt es demnächst irgendwie noch eins. Ich weiß nicht, also im Moment habe ich jetzt alle DLCs dazu. Wir fangen sowieso von vorne an, also von daher ist es erstmal wurscht. Ich habe jetzt sowieso die Woche, also ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, will ich jetzt 5 Tage streamen. Jeden Tag ein anderes Spiel. Es ist so ein bisschen jetzt nur so ein Projekt, Pilotprojekt, und dann schauen wir mal, wie sich das so verhält, wie ihr Bock habt, wie ihr Zeit habt, wie auch immer. Anfangen wollte ich eigentlich um 16 Uhr. Ich habe es leider nicht ganz geschafft. Deswegen 16:30 Uhr. Heute hier mit mir zusammen mit Surviving Mars. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal das Spiel. Ich gehe mit euch rüber, aber vorher machen wir die Musik aus. Weil ich war bin schon mal einmal kurz drin. Ich habe noch nicht gespielt. Ich habe nur ein paar Einstellungen gemacht. Und da war echt geile Musik. Ja. Und dann starten wir einfach mal das Spiel. Wir starten und ich switche mit euch darüber. Ich muss mal gucken, wo ich mich gleich hinputze. Wo ich mich gleich hinsetze. Irgendwie stört mich das so ein bisschen. So. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Oh, keine Musik. Oh, wenn ich einmal rausgehe, dann ist Musik weg. Okay, nichts anklicken. Im Spiel bleiben. Wunderbar. Was mich aber ein bisschen stört, ist wirklich die Kamera. Du hast das Falsche angeklickt. Dich wollte ich. Setz mich mal hier rüber. Mal gucken. Ja, das ist irgendwie. Das ist, So, ich hoffe, Ton ist soweit okay. Ich denke, ich hoffe es, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, starten wir mal das Ganze. Ich weiß gar nicht, Tutorial oder neues Spiel starten. Vielleicht sollte ich erstmal das Tutorial spielen. Oder so. Wir gehen erstmal das Tutorial durch. Damit ich überhaupt mal weiß, um was es hier überhaupt geht. Und die Grundlagen. In diesem Tutorial lernst du, wie man auf dem Mars navigiert, eine Rakete landet, Drohnen verwaltet und Gebäude auf dem Mars baut. Das hört sich doch schon mal gut an. Gehen einfach mal rein und schauen, was uns erwartet. Welcome to Mars. Willkommen auf dem Mars. Bei dieser Übung lernst du, wie man auf den Marsoberflächen grundlegende Ressourcen sammelt, eine kleine Basis errichtet und die Rakete betankt, um sie zur Erde zurückzuschicken. Lass uns anfangen. Effekt in diesem Tutorial sind alle Erfolge deaktiviert. Such as this one will appear throughout the training process, giving useful information on how to advance in your current tasks. Moin Jump Hero, grüße dich, wie geht's dir? Hoffe, dir geht's gut. Im Verlauf der Ausbildung wirst du immer wieder Tipps wie diesen erhalten. Sie enthalten nützliche Informationen darüber, wie du deinen
aktuellen Aufgaben erfüllen kannst, bitte blende diesen Tipp aus, um fortzufahren. Okay. You need to master the camera controls and familiarize yourself with the terrain around the prospective colony site. Ja, mir geht das wunderbar. Heute starten wir mal ein komplett neues Spiel. Du musst die Kamera steuern und meistern und dich mit den Terrain rund um den zukünftigen Koloniestandort vertraut machen. Ziele, zoome und vorgeschlagenen Landeplatz hinein. Boah, wie nah kann man denn ranzoomen? Wie geil ist das denn? Now it's time to land your first rocket. Die Landung der Rakete. Jetzt wird es Zeit, deine erste Rakete landen zu lassen. Fahre fort, indem du das angeheftete Symbol auswählst, das die Rakete repräsentiert, die sich gerade im Orbit um den Mars befindet. Lass die Rakete auf dem Mars landen. Okay. Also, ich bin bereit zur Landung. Nutzlast. Einen Drohnenhub, einen Feuchtigkeitsvaporator, ein Stirling-Generator, Generator, ein Treibstoffraffinerie. 8 Drohnen, 5-mal, keine Ahnung was. Welche Ressourcen designate a landing site on the indicated location. Das ist groß. Ups. Oh, wollen wir mal landen? Ist ja eh nur ein Tutorial. Ach guck, boah, das ist ja geil. Da landet der? Schatten. Ich hoffe, ist es vom Sound her alles angenehm. Hab ein bisschen rumgespielt, ein bisschen rumgestellt. Lege einen Landeplatz an die Rakete fest, sobald du die Rakete ausgewählt hast. Bringe die Rakete mit der Maus in Position und so, das hat ich schon. Drohnen und Ressourcen und wir haben aufgesetzt. Die Rakete ist auf dem Mars gelandet. Sie ist mit Drohnen beladen, ferngesteuerte Robotern, die sich um deine Bauvorhaben und das Sammeln von Ressourcen kümmern. Das Sammeln von grundlegenden Ressourcen für die Einrichtung von Gebäuden ist eines der ersten Dinge, die unsere Marsbasis benötigt. Platziere eine Metalldepot, damit die Drohnen automatisch beginnen. Metalle von denen nahegelegene Vorkommen auf der Oberfläche einzusammeln. Ziel, lagere 5 Metalle im Metalldepot ein. Okay. Immer von aus, dass das hier ein regional-terrisches Terrain, das zu Beton verarbeitet werden kann und durch einen Betonextraktor abgebaut werden. Das erinnert mich so ein bisschen an Satisfactory tatsächlich. Der ist so gerade runter, warte mal. Oh. Öffne das Baumenü, folgende Anschließung in den Pfeilen, um das Metalllager auszuwählen. Ah, okay. Lager. Depot. Metall. Boah, das ist eine ganze Menge, was es hier so gibt. Also auf das Spiel bin ich ja echt mal gespannt da. Okay. Bietet Platz zur Lagerung von 180 Einheiten, sage ich jetzt einfach mal. Einige Ressourcen werden zu anderen Lagern in Reichweite der Drohne gebracht. Benötigt keine Bauressourcen. Status alles bereit. Platzieren. RT dreht. Ah, okay. Einen Zugang zum Vorkommen blockieren. Genau. Das ist ein bisschen kastenmäßig, weil er überall hier so snappt. Aber trotzdem kann man. Ah, hier. Das sind die Ressourcen. Okay. Kann man einmal hier hin. Nutze die Steuerung auf der Blickfall. Oder die folgenden Tastenkürze, um das Spieltempo zu steuern: Leertaste pausieren. Plus, minus, Taste überhöhen. Minus, minus. Langsamer.
Okay. Können jetzt die Spieltermine mit die Drohnen die benötigten Metall schneller einsammeln. Our rocket carries valuable resources that will be essential for the construction. Unsere Rakete ist mit wertvollen Ressourcen beladen, die für den Bau und die Erhaltung einer Kolonie entscheidend sind. Am Anfang ist es am besten, den Drohnen ein Universallager zuzuweisen, in dem sie die Ressourcen laden können. Okay, machen wir eine Ressource. So. So. Die Tastenkombi ist auch so ein bisschen von Automation Empire. Was auch, glaube ich, mit R und T kann man auch drehen. Along with metals, concrete is the other vital basic construction. Neben Metallen ist Beton die andere unerlässliche Bauressource. Der Betonextraktor muss über den Beton vorkommen oder dessen Nähe platziert werden. Ziel öffnen das Baumenü. Okay, machen wir. Zack. Zack. Die RT zum Drehen, Shift halten, mehrere platzieren. Was? Keine Kabel finden. Well done. Gut gemacht, schau jetzt dabei zu, wie die Drohne alle Ressourcen dorthin bringen. Und baue dann den Betonextraktor. Vergiss nicht, dass der Bau auf dem schnellsten Spieltempo früher fertig wird. Ja, früher fertig heißt aber auch, ja. Okay. Ah. Ressourcen, die hier sind, die benutzen sie jetzt. Okay, ist nicht einfach nur hinstellen, sondern die bauen jetzt richtig auf. Wie die meisten Gebäude benötigt durch auch der Betonextraktor Strom. Ein verlässliches Stromnetz sowie eine sichere Stromversorgung sind für den Erfolg der Kolonie unerlässlich. Stirling-Generatoren sind zwar ausgezeichnete Stromquellen. Aufgrund ihrer Komplexität können sie während der frühen Phasen der Kolonialisierung des Mars jedoch noch nicht gebaut werden. Daher werden sie in Form von Fertigbauten von der Erde eingeflogen. Fertigbauten benötigen keine Ressourcen, sondern müssen lediglich von Drohnen ausgepackt und zusammengebaut werden. Wir haben dir eine Stirling-Generator Fertigbau zur Verfügung gestellt. Ziel: Baue einen Stirling-Generator und verbinde ihn anschließend mit Hilfe eines Stromkabels mit dem Betonextraktor. Du kannst den Stirling-Generator aber auch direkt neben den Beton-Extraktor platzieren, damit eine direkte Verbindung hergestellt wird. Ah, wunderbar. Strom, Stirling. Ich kann ihn direkt hier, dann hat er... Oder wir setzen die aber anders hin. Ich sag jetzt einfach mal... Sieht man eigentlich, wie viel Kabel ich habe? Oder gibt es keine direkten Kabel? So, jetzt wird der aufgebaut. Öffne den Baumenü. Kabel. Ah, okay. Achso, ich muss dann immer wieder wegklicken, damit gebaut. Und dann kommt der Strom. Also. Ah, okay. Schauen wir mal, ob das jetzt besser wird. Waste rock is a byproduct of all extractors and is best Gesteinsabfälle und das Betondepot. Gesteinsabfälle sind ein Nebenprodukt aller Extraktoren und werden idealerweise an festgelegten Positionen gelagert. So kannst du sicherstellen, dass sie bei späteren Bauformen nicht im Weg sind. Die Menge an Gesteinsabfällen pro Ressource hängt von der Qualität des Ressourcenvorkommens ab.
Du kannst eine Ressourcenvorkommen auswählen, um dir seine Qualität sowie die darin enthaltene Menge an Ressourcen anzusehen. Ziel: Platziere eine Mülldeponie und ein Betondepot, um den extrahierten Beton aufzubewahren. Okay. Ich glaube, ich habe die Hälfte jetzt schon wieder vergessen. Aber wir schauen mal, wir kriegen es ja auch laufend, das spielt ja auch immer hin. Und alles hin. Depot für spezielle Ressourcen, ja. Beton bietet Platz zur Lagerung von 180 Beton. Wenn die Ressourcen werden zu anderen Lagern in den Reichweite der Drohne gebracht. Okay, wie? Achso. Machen wir mal hier. Mülldeponie. Mülldeponie stinkt einmal. Machen wir mal hier hin. Drohnen und Drohnen-Hubs. Die Drohnen arbeiten innerhalb der Reichweite der Drohnenkontrolleure, denen sie zugewiesen sind, automatisch offene Aufträge ab. Aktuell sind alle Drohnen der Rakete zugewiesen. Wenn du die Rakete auswählst, siehst du die Arbeitsreichweite aller Drohnen, die ihr zugewiesen sind. Wenn die Rakete jedoch wieder abhebt, müssen die Drohnen einem neuen Kontrolleur zugewiesen werden. Baue einen Drohnen-Hub und stelle sicher, dass er mit Strom versorgt wird. Okay. Drohnen-Hub. Machen wir hier auch mal in der Nähe, wa? So. Den, Strom. So. Strom. Stromkabel. Was hier? Was die Müll. Ach so. Schmeißen da jetzt alles rein. Drones run on batteries. Die Drohnen werden von Batterien angetrieben, die wieder aufgeladen werden müssen. Jeder Drohnen-Hub hat zwei eingebaute Aufladestationen. Wenn sich deine Kolonie jedoch vergrößert, solltest du weitere bauen. Der Bau von Aufladestationen, vor allem im Bereich mit hoher Drohnenaktivität, ist für eine effiziente Arbeit unerlässlich. Ziel: Baue in der Nähe des Betonextraktors eine Aufladestation. Machen wir. Zack. Zack. Aufladestation. Hier ist der Extraktor. Den bauen wir dorthin. Und ich glaube, der braucht auch Strom. Stromkabel. Nee, da geht's nicht. So. Ah, okay, mit STR. Ich kenne es sonst immer mit Shift, ist man schneller. Hier in dem Spiel ist es tatsächlich mit STRG. Auftanken der Rakete. Eine stabile Versorgungsrakete zwischen der Erde und dem Mars ist ein STRG. Vor allem während der frühen Phasen der Kolonie. Kolonialisierung. Jede Rakete hat genügend Treibstoff für einen Flug zum Mars und muss vor Ort aufgetankt werden, um wieder zur Erde zurückkehren zu können. Treibstoff wird in Treibstoffraffinerien produziert. Außerdem brauchst du Wasser, um mit der Produktion beginnen zu können. Ziel: Baue einen Feuchtigkeitsvaporator, danach eine. Ist so ein bisschen ähnlich wie Satisfactory, ganz ehrlich. Schon echt geil. Wasser. Feuchtigkeit. Achso, der erzeugt denn Wasser. Das da sieht doch ein bisschen cool aus, wenn es hier ist. Ja. Ja, ein Stromkabel noch. Treibstoff, genau.
Warte mal, da waren ja auch irgendwie Anschlüsse. Machen wir es mal so. Achso, da ist noch genug Strom. Mann, aber warum hast du jetzt keinen Strom? Nicht genug Strom. Warum hast du nicht genug Strom? Strom, Stromkabel. So? Achso. Stromkabel. Sufficient power for all. Wir haben nicht genug Strom für alle Gebäude in der Kolonie. Glücklicherweise haben wir noch einen Stirling-Generator, den wir einsetzen können. Ziele, Bau, eine Stirling-Generator. Ah, okay. Das reicht ja nicht. Okay. Dann bauen wir noch ein. Achso. Wo ist denn den anderen jetzt? Hier. Ja, stimmt ja, die Stirling-Generatoren waren die, die es. Ja. Stromkabel. Oh, jetzt müsste es eigentlich soweit funktionieren. A system of pipes is used to deliver resources such as water. Baustoff dorthin gebracht, wo sie benötigt werden. Die Feuchtigkeitsvaporator muss durch Rohre mit den Treibstoffraffinerien verbunden werden. Ziel: Verbinder der Feuchtigkeitsvaporator mit Hilfe von Rohren mit der Treibstoffraffinerie. Okay, machen wir. Hier Rohre. Genau da. Hier. Resources are low. Den ersten hin. Irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber wie gesagt, es ist ja noch das Tutorial. Fuel production is now underway. Treibstoffproduktion wurden aufgenommen. Die Drohnen werden der Rakete jetzt Treibstoff liefern. Wenn ihr die Temposteuerung um das Spiel und damit die Betankung der Rakete zu beschleunigen. Effekt. Zu Demonstrationszwecken wird zur Betankung der Rakete in diesem Tutorial deutlich weniger Treibstoff benötigt als bei einem normalen Durchlauf. 50. Ja. Betanke die Rakete. Warte, bis die Drohne hergestellt und die Drohne in die Rakete einladen. Du kannst die Rakete auswählen, um auf den Infotage zu treffen. Ah, okay. Drohnenstatus, Betriebsbereich, Nahrung von mir. Warte auf Betanken. Achso, Tanke, hier. Normalerweise stehen hier nicht 5, sondern 50 eigentlich. Ah, hier scheint der erste Treibstoff zu kommen. Ja. Wo der erste Treibstoff kam, dann kommt der zweite. Kann er maximal speichern. Okay. Der dritte. Hier kommt der vierte. Dann fehlt ja nur noch einer. Ein einziger Bild. Mir gefällt das mit der Cam heute überhaupt nicht. Aber ist egal.
So. Ich hoffe, ich sitze nicht zu sehr im Weg. Weiß ich nicht. Wenn ihr müsst ihr es mir sagen. So. Willi, Rakete aus und drücke auf Start. Ach du, was ist hier? Zur Erde zurückkehren, automatisierter Modus. Ist der automatisierte Modus aktiviert, kehrt die Rakete immer wieder zur Erde zurück. Sie landet immer am selben Ort und bringt keine Importe oder Passagiere von der Erde zum Mars. Die Rakete startet Richtung Erde, sobald ihre Fracht kommt, folgt und sich dann. Okay. Okay. Aber wir wollen jetzt erstmal starten. Tschüss. Tschüss, Rakete. Das ist schon echt eine große Fläche, die man hier hat, wa? Ich weiß gar nicht, gibt es auch Workshop? Congratulations. You have finished the first tutorial. Du hast die ersten Tutorial abgeschlossen. Das war bisher der einzigste. Ich dachte, das wären jetzt alle hintereinander so ein bisschen. Du hast gelernt, wie man einen einfachen Außenposten auf dem Mars errichtet, mit dem du Ressourcen zur weiteren Ausbreitung und zum Betanken der Raketen sammeln kannst. Zusätzlich Vorräte mit Hilfe von Raketen von der Erde anzufordern, ist essentiell für eine junge Kolonie.